fällt mir gerade auch auf, dass es in Frankreich war, weil wir in Straßburg sind. Ah ja, die Franzosen kriegen nichts geschissen. Oh, hat's ja gerade geblitzt. Oh, okay, jetzt hat's geblitzt. So, Tempomat. Ah, alles cool. Na, okay, das mache ich mal lieber nicht. Wir fahren den Wetterverhältnissen angepasst. Wie man so schön immer sagt. Oder gibt's einen Bergknuff? Aber ich ziehe euch ab mit meinem Tempomat. Ey! Mach nicht schlapp! 90. Wie hier stehen jetzt irgendwo Blitzer, ey, ohne Witz. Aber selbst das würde ich den Franzosen zutrauen. Ich fahre jetzt mal 90, also 92. Wird ja wohl noch wegen der Toleranzgrenze, wird es ja wohl noch in Ordnung gehen. Hoffe ich mal. Moment, ich mal eine Pause. Nee. Ja, okay, gut, alles. Alles locker. Also, ich kann mal wieder rüber. La la la. La la la. Ich weiß noch, beim alten Euro Truck Simulator, da war es so, wenn man nicht geschlafen hat, also wenn man sozusagen übermüdet war, ist der Bildschirm immer schwarz geworden, wie als ob man einschläft. Bin mal gespannt, ob das hier auch so ist. Müsste ich mal ausprobieren, wenn ich meinen eigenen LKW dann habe. Wäre dann bestimmt richtig... Das wäre dann richtig geil wahrscheinlich. So, wir wollen nach... Dijon. Also müssen wir hier runter. So. Ich frag mich ja... Das Spiel hier in dem Spiel, haben sie in Frankreich, haben sie die richtigen Abfahrten gemacht. Also so wie es sich ja eigentlich gehört bei einer Autobahn. Und in Deutschland, weil was weiß ich, wo machen sie so billig Auf- und Abfahrten, ja. So, ich könnte fahren. Oh. Ich hätte eigentlich nicht fahren können, aber... Der nette Herr Autofahrer hat angehalten. Ist das nicht hier... Zentrieren? Ne. Okay. Dann nicht. Und es regnet immer noch. Oh, Achtung, Mautstation. Ja. Wow. Ein paar Meter davor. So, LKW. Ah. So. 23 Euro. Das geht ja mal gar nicht. Ich hoffe, das wird von meinem Chef bezahlt. Weil sonst werde ich stinkig. Nee, Quatsch. 23 Euro. Schon nicht viel. Okay, der bietet da. Oh. Kenne ich jetzt nicht hier, aber... Alter, kommt einer. So, jetzt. Ja, alles cool. Und das war in... Ich war ja auch in Frankreich. Und das fand ich so krass. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob die da irgendwie an Farbe sparen wollen oder was weiß ich was. Aber die hatten rechts und links, oh, jetzt muss ich mal meinen Kopfhörer raus, rechts und links von den Fahrspuren hatten die, wie soll ich sagen, hatten die keine durchgezogenen Striche, sondern
aus so wie in der Mitte, bloß größer. Das sah ganz komisch aus, ja. Aber die haben, weiß nicht, ob die da Farbe sparen wollen oder irgendwie was. Keine Ahnung. Aber es hat mich echt irritiert. Und dann sind wir ja auch gleich in Dijon. Und wie man die Scheiße da ausspricht. Jetzt kann ich eigentlich mal... Dass die Effekte ein bisschen lauter sind. Mami. Ah, jetzt hört man auch, wenn ich auf den Streifen fahre. Ja. Also ich höre es zumindest ganz lang, ganz leise. Ich muss dahin. Ich muss hier rein. Oh. So, und jetzt wohin? Dahin. Okay. Nein, ich werde nicht Eingabe drücken. Das sind ja echt Soundeffekte, ach du Scheiße. Fuck, einschlagen. Gerade machen. So. Ah! Okay, das geht schon gar nicht. So, jetzt. Jetzt. Was? Ach komm. Fick mich doch nicht. Du Scheißspiel. Jetzt. Ja. Puh, okay. Abzug am Schal, ja, pff. Oh, ich kann was auswählen. Just in time. Fernfahrt und Lieferung bis... Das nehme ich. Plus anwenden. Gut, dann war es hier mal für eine weitere Folge. Oder nicht für eine weitere Folge, sondern für eine weitere Aufnahme. Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, dann begrüße ich euch. Auch wenn jetzt hier noch steht, Screenshot gespeichert. Ah, ich muss mal meine Taste umändern.
Ja, ich begrüße euch zu einer weiteren Aufnahme Euro Truck Simulator. Muss ich mir ein bisschen leiser machen. Ja, die letzte Aufnahme ist etwa 20 Sekunden vorbei. Und ich habe mir gedacht, ach komm, mach's doch nochmal. Das macht ganz riesen Spaß. Von München nach Stuttgart und von Straßburg nach Frankfurt. In Frankfurt war ich noch gar nicht. Die Strecke bin ich schon aufgefahren. Dann würde ich sagen, machen wir Autoteile von Straßburg nach Frankfurt. Jawohl, das machen wir jetzt. So, jetzt. Alles cool. Jetzt ist Tag. Dann ist die Frage, wo ich denn... Ich muss da... Ja, ich muss da rum raus. Lenken, lenken. Jetzt mal ohne Scheiß. Welche Firma hat so einen Eingang? Okay, what the fuck. Alter, what the shit. Wo muss ich denn hin? Ich muss rechts. Okay, der Eingang hat's in sich. Oder die Ausfahrt. Beides halt. Ja. So, wir fahren wieder in Volvo. Jetzt ist die Frage. Alter, was ist jetzt los? Wir fahren nur Landstraße. Sehr geil. Okay, ich muss jetzt hier keine Maut zahlen. Warum auch immer. Na? Was ist jetzt? Sie haben Post. Mami, wie kann ich die öffnen? Halt! Ah! Ich hab Gas. Ach ja, genau, in Frankreich auch so typisch, dass die eine größere rote Ampel haben als die restlichen. Ja. Ich weiß auch nicht warum. Alles cool. Da hatte ich Angst vor der Mauer rechts, wollte ein bisschen mehr ausholen. War es aber vielleicht doch ein bisschen zu viel. So, wir fahren auf die Autobahn gleich rechts. Immer rechts. Oder ein Fluss. Muss ich es wieder ein bisschen lauter machen bei mir, den Sound. Dass ich auch sehe, wann ich über den Streifen fahre. Weiß nicht, ob ihr das jetzt auch hört. Es kann sein, dass die Sounds ein bisschen zu leise sind. Ich muss das Video ein wenig lauter machen. Ja, okay, alles cool. So wie ich mache einfach mal meine Sounds lauter. Hier ist 90. Machen wir mal Tempomat rein. Hallo, 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 hallo. Lass mich rüber! Sieht doch, dass ich blink. Oh, okay, ich muss hier doch runter. Viel zu schnell. 90, alles klar. So, 90 Tempomat gesetzt. Jetzt mal gleich gucken, da müssen wir eh rechts. Wir können gar nicht anders. Also die Fahrzeuge schon, aber wir nicht. Wow! Alter, die rasten ja nicht schlecht.